Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Kennst du das auch? Du rufst deinen Hund und mal kommt er und mal kommt er nicht. Aber meistens kommt er ja oder auch nicht. Rückruf muss kein Glücksspiel sein. Ich möchte dir hier erklären, wie du einen sicheren Rückruf aufbauen kannst. Und zum Schluss erkläre ich dir noch den Superrückruf. Go! Na, du rückrufrufende Rückrufpfeiferin. Der Rückruf ist kein Glücksspiel. Rot oder schwarz, 50-50. Du kennst doch Glücksspiele, oder? Ist das bei dir auch so? Vielleicht kommt er nicht. Meistens kommt er ja. Ja, der Rückruf. Kommt der Hund oder kommt er nicht? Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Alte Weisheit. Bevor wir uns aber jetzt mit dem Rückruf befassen, ein paar Grundvoraussetzungen, bevor du damit überhaupt wirklich loslegen kannst. Die Grundvoraussetzung ist nämlich ein solides Gassigehen. Also der Hund zieht nicht wie der letzte Depp an der Leine. Ja, also du bist schon so weit, dass du sagen kannst, ich kann gut mit dem Hund spazieren gehen. Er zieht mich nicht unbedingt nach A und B und dabei wollte ich nach C und kugelt mir dabei mein halbes Schultergelenk aus. Und es macht eigentlich auch Spaß, mit ihm spazieren zu gehen. Und du hast das Gefühl, er ist schon einigermaßen an dir orientiert. Nun kennst du natürlich meine Videos und sagst, stopp mal, na klar, habe ich geübt, das habe ich doch bei dir gesehen. Und meine Leine, die hängt schon fast immer durch und es ist schon richtig cool. Und der Hund, der orientiert sich an mir. Dann kommen wir mal zum Schleppleintraining. Wie ist es denn mit der Schleppleine, mit dem Radius? Hast du das auch schon ein bisschen trainiert? Also ihr geht jetzt schon solide durch die Stadt oder durch das Dorf oder wo du auch immer wohnst, spazieren. Und natürlich, Freilauf heißt ja nicht unbedingt in der Großstadt. Freilauf heißt ja eher, also für mich ist das eher so verständlich, dass ich auf einer großen Wiese bin, im Wald bin, im Park bin. Also am Anfang auch eher ablenkungsfrei trainiere. Ja? Ich fahre da erstmal nicht in Hundepark oder irgendwelche Hundestrände an, sondern ich mache das erstmal so ganz grundsolide für mich. Also ich habe eine Schleppleine dabei und übe dann mit dem Hund an der Schleppleine und über die Orientierung an mir. Bist du soweit? Also sprich, die Leine hängt durch, der Radius ist so ein bisschen schon trainiert und der Hund, du hast den Eindruck, also es könnte schon so funktionieren. Gut. Dann kommen wir mal zum Thema, wa? Der Rückruf und der Aufbau. Es fängt alles wie immer zu Hause an. Ja? Du hast also dein Hündchen zu Hause an der Leine und überlegst dir aber zuvor ein Kommandowort. Es muss so prägnant sein, dass du es im Alltag nie verwendest. Ja, also so wie komm und auch hier wird halt auch relativ schnell benutzt. Ja? Du siehst eine Spinne und sagst, ja, und der Hund denkt hier und guckst ihn gar nicht an, also Bedeutung verloren, hast du schon wieder so ein Stück Training eingebußt. Komm ist, hey, komm schon, komm mal, hey, komm, geh weg. Das ist auch nicht so günstig. Also so wie ich es mache, ich habe den Rückruf über eine Pfeife aufgebaut, das empfehle ich dir auch, weil du kannst mit so einer Pfeife die Stimmung, die du selber hast, nicht übertragen und die hört sich immer gleich an. Dafür gibt es auch genormte Pfeifen, wenn du mehrere Pfeifen benutzen willst, ist das gut, falls mal eine kaputt geht oder du willst mal, du neigst dazu, Sachen zu vergessen, also es ist immer ganz gut, eine Pfeife ist am Schlüsselbund, eine ist an so einer Pfeifenschnur direkt neben der Hundeleine und eine platzierst du dir im Auto, keine Ahnung. Also dann hast du im Endeffekt drei Leinen, dann hast du in jedem Fall erstmal drei Pfeifen, die sich gleich anhören. Habe ich das so gesagt? Also so würde ich sagen. Du verstehst, was ich meine. Also, du hast jetzt auf jeden Fall eine schöne Hundepfeife. Du kannst, wenn du sagst, du willst nur eine Pfeife und das ist dir alles irgendwie zu kopieren, nimm einfach irgendeine Pfeife, wirklich irgendeine Pfeife, aber dann nimm die immer. Dann darf die auch nicht kaputt gehen. Also ich empfehle dir, so eine genormte Pfeife zu kaufen, kostet einen Zehner, gibt es in sämtlichen Farben und ja, du kannst halt auch immer wieder nachkaufen. Ich finde das eigentlich ganz gut. So, jetzt hast du deine Pfeife oder dein super, super, super Wort, ja, was du sonst niemals benutzt. Musst du entscheiden. Manche Leute haben einfach auch keine Lust, eine Pfeife mitzunehmen. Ja, also überleg den Wort oder halt die Pfeife. So, jetzt hast du, ich gehe mal von der Pfeife aus, jetzt hast du die Pfeife und du bist zu Hause in der Wohnung mit deinem Hund. So, der Hund ist an der Leine. Jetzt gehst du mit dem Hund minimalen Radius in der Wohnung rum, ja, und pfeifst.
natürlich ist er erstmal interessiert, ist ja ein neues Geräusch und hey, was will sie mir denn jetzt damit zeigen? Ist das ein cooles Spiel oder so? Also erstmal wird er kommen. Es ist ganz normal, aber das ist noch nicht der Rückruf. Ja? Also nicht verwechseln, dass du jetzt denkst, es ist alles so geschenkt. Es ist überhaupt nichts mit dir geschenkt in der Hunderziehung. Du musst dir das wirklich alles kleinschrittig selber beibringen und dann dem Hund beibringen. Also du musst halt dir selber halt die Konsequenz beibringen, so meine ich das, und das Wort beibringen, nicht immer durcheinander bringen und so weiter und so fort. Aber wir sind ja jetzt bei der Pfeife. So, du gehst einen kleinen Radius mit dem Hund, pfeifen, bip. Oh, Hund kommt, Leckerchen, bip. Hund kommt, Leckerchen, bip, bip, bip. Machst du 10 Wiederholungen, reicht. So, irgendwann dann wieder, bip, bip, bip. So kurz vorm Pennen gehen, bip, bip, bip. Bist in der Küche, bip. Okay, da kommt dann, weißt du sowieso, er kommt sowieso gleich in die Küche, weil du da immer irgendwie leckere Sachen schnibbelst und für den eh was abfällt. So. Bei mir ist zum Beispiel ja, den Pfeifenthron, den überleg dir vorher. Bei mir ist es zum Beispiel, einmal Pfeifen ist Sitz, zweimal Pfeifen ist komm oder hier. Ja, du kannst die Pfeife ja im Endeffekt belegen, wie du willst. Du kannst auch anders pfeifen, du kannst ja auch Pfeif, ja, also so ein Pfeifton, keine Ahnung, pfeifst du SOS oder so, also du kannst dir im Endeffekt einen Pfeifton aussuchen, du kannst halt auch alle Kommandos mit dieser Pfeife belegen, ja, du kannst ja auch Sitz, Platz, Peng, Rolle, alles mit der Pfeife auftrainieren, ist aber zu kompliziert, deshalb, also jetzt für dieses Video, für dieses kurze Video ist es erstmal ratsam, fang mit dem hier an. Also ich mach Pupip, ist hier, so, und der Hund kommt. Dit, setzt sich der Hund hin. So. In einem anderen Video. Jetzt sind wir beim Rückrufkommando. Bring mich doch nicht immer so durcheinander, Mann. Also, das Rückrufkommando. Du fängst mit deinem Hund in der Wohnung an. Das machst du ungefähr. Na, das machst du ein paar Tage, 5 Tage oder so. Das reicht total. Dann gehst du von dieser ablenkungsfreien Umgebung gehst du in den Garten. Da ist halt so ein bisschen mehr Ablenkung. Ja, fliegt mal ein Blatt, ein Schmetterling oder sonst irgendwas. Wenn du keinen Garten hast, nimm irgendeine abgelegte Wiese. So, da kannst du dann schon mal mit ihm üben. Dann nimm deinen Hund an eine Schleppleine, also an eine kürzere Leine, eine kürzere Schleppleine oder längere Führleine, wie du willst, sagen wir mal so 3 bis 5 Meter ist immer ganz gut. So, dann gehst du mit dem ganz normal spazieren. Und im Spaziergang, das ist auch immer ganz gut zur Leinenführigkeit, wenn dein Hund eh dazu neigt, ein bisschen zu ziehen, kannst du den ja mit der Pfeife zu dir holen, kurz bevor er zieht. Also lass den Hund nicht schon ziehen, weil dann weiß er, oh, wenn ich mache, dann kommt die Pfeife und dann gibt es was zu essen. Ja, das ist dann wieder so eine blöde Verknüpfung. Also du siehst, oh, die Leine wird relativ lang. Oder und der Hund kommt zu dir und du belohnst ihn. Wenn du jetzt aber feststellst, der reagiert eigentlich überhaupt gar nicht auf die Pfeife und das ist ihm eigentlich auch relativ schnuppe, du kannst dann natürlich immer körpersprachlich mit einwirken. Also gerade am Anfang mach das. Du pfeifst und gehst nach hinten weg und in die Hocke am besten. Ja? Also tütüt. Und damit lädst du ja den Hund automatisch ein. Wenn er nicht so ja schon so eine kleine leichte Korrektur am Hals dann auch erfährt, ja, und er wird sich zu dir umdrehen, weil er will ja was zu essen haben. Und geiz nicht mit gutem Futter, ja, nimm nicht so dieses schöne Abgülle, was weiß ich, was da schon eine Woche irgendwo im Schrank da rumsteht, offen. Nimm einfach mal ein bisschen gutes Futter. Du weißt, was dein Hund mag, ja, nimm einfach auch ein bisschen Käse, ein bisschen Fleischwurst, keine Ahnung, es gibt Hundeleberwurst in der Tube, das finden meine auch ganz toll, oder so Filetstreifen, so Hühnchenstreifen, das sind meistens immer so eine, naja, so eine richtige Pamphlete, ja, das richtig. Da nehme ich eine Schere, und dann mache ich aus diesem Riesenstreifen, ja, was auch der Hund so innerhalb von 20 Sekunden wegfressen würde, da mache ich schöne kleine Portionen und alles so auch mundgerecht, also mach nicht zu klein, sei nicht zu geizig, der Hund, der soll ja auch im Ersten, also er soll ja daran Freude haben, ja, dieses, also zu dir zu kommen, ja, du sollst ja immer, du bist ja im Endeffekt der positive Verstärker. Du sollst ja zum Schluss der Grund sein, weshalb der Hund auf dich hört. Ja? Und nicht dieses Stück Filet. Aber du musst halt irgendwie damit anfangen. Und du beschleunigst halt die Sache. Ja? Ich sag mal, diese Futterbelohnung ist auch immer so eine Beschleuniger, so ein Beschleuniger für den Hund. So ein, also so ein Rückrufbeschleuniger auch. Also das habe ich so festgestellt. Du irgendwann baust du natürlich die Leckerchen ab. Ja? Und dann gibt es halt kein, nicht Creme de la Creme, sondern dann gibt es halt nur noch ein bisschen Trockenfutter. Und du merkst es schon. Ja? Jetzt so Pfeife, meine normale Pfeife zum Superschlachtruf, kommen wir später noch. Ja, ich pfeife und dann merkst du schon so Rocky so, okay, ich komme. Ja, Trockenfutter kannst du dir sonst mal wünschen, aber ich komme, weil ich so freundlich bin. Das merkt man schon. Wenn er jetzt merkt,
wenn ich das merke, dass die wieder so ein bisschen lahmen, ja, das ist ja halt so mal. Also du ist ja nicht so, bitte bilde nicht ein, du baust das Kommando einmal auf und dann funktioniert es für immer ohne Leckerchen. Nö. Also du merkst an den Hunden, oder ich merke jetzt auch konkret an Rocky, er wird dementsprechend viel langsamer, ja. Wenn er merkt, okay, jetzt gab es eine Woche auf 5 nur noch Trockenfutter, dann kommt er zwar noch, aber gemach, ja. Und wenn er dann wieder Käse bekommt, okay, Schalter wieder umgelegt, ja, und dann bekommen die halt mal 3 Tage wieder gute Sachen auf Pfeife. So, und dann ist die Pfeife wieder so prima konditioniert, dass ich wieder eine Woche damit mit Trockenfutter rumasen kann oder auch mal gar nichts. Also dann kommen die, ja, und das musst du halt so ein bisschen abwägen, aber wir sind ja noch ganz, ganz am Anfang. Sprich, du trainierst jetzt gerade in ablenkungsarmer Umgebung, bist in deiner Wohnung unterwegs, alles funktioniert toll, bist auf der Wiese unterwegs, ja, alles funktioniert toll, alles noch im gesicherten Rahmen. Und wenn du jetzt wirklich der Meinung bist, okay, der Hund, der reagiert da gut, ganz gut drauf, dann kannst du ihn ableihen, ja, wie, du fängst wieder an in der Wohnung, ja, da weißt du sowieso, wann der Hund kommt, du kannst ihn ja locken, du hast ja so deine Mittel, pfeif, und alles funktioniert, dann natürlich auf der ableckungsfreien Wiese, im Garten, pfeif, der Hund reagiert, es geht am Anfang auch wirklich schnell, du musst jetzt nicht denken, dass du da irgendwie einen Plan machen musst und alles ist so ultra kompliziert. Mach es nicht so kompliziert. Es gibt Hunde, die reagieren da super toll drauf. Es gibt Hunde, die sind da halt so ein bisschen, naja, wenn du dann gerade anfängst, irgendwo zu trainieren, was nicht in der Wohnung ist, wenn die jagdlich ambitionierter sind, natürlich, da hast du dann auch keine Chance mit deiner Pfeife. Ja? Dann musst du dann wieder, das ist ein ganz anderer Trainingsaufwand, als wenn du so einen, naja, ich sag mal, so einen menschenliebenden, super, möchte gern gefallenen Hund hast, der da irgendwie auf Zack ist und sofort wieder zu dir kommt, egal was du machst, ja, ob du da nur klatschst, ob du da irgendwie dich hinhockst oder pfeifst. Na, das kommt halt auch immer auf den Hund an. Also sei nicht entmutigt, wenn das bei dir nicht gerade funktioniert. Ich habe ja nun meine 3 Mini-Aussies, die sind halt natürlich ein bisschen angeknipster. Der eine natürlich auch ein bisschen mehr als der andere, ja. Also immer schön auch den Hund, den du da an deiner Seite hast, betrachten. Pauschalisier nicht und sag nicht, jetzt muss es ja irgendwie, mein Nachbar, der hat da nach 5 Mal hat das sofort geklappt und der braucht gar keine Leckerlis mehr einstecken und bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Was mache ich eigentlich falsch? Was ist denn bei mir nicht in Ordnung? Und lässt es dann vielleicht auch an deinen dummen Hund aus. Aber nee, er ist halt anders, er ist halt dein Hund und bitte hör auf, nach links und rechts zu gucken, ne? Weil jeder Hund ist wie jeder Mensch auch unterschiedlich. Ich lerne auch ganz anders als du und das eine schnalle ich schneller und das andere, naja, das lasse ich dann immer einfach bleiben und so ist dein Hund, so ist mein Hund und das muss man einfach auch ein bisschen verstehen und auch lieben lernen, ja. Also wenn dein Hund wirklich irgendwie ein Defizit hat und irgendwas nicht kann, zum Beispiel, der Freilauf ist super, aber am Feld zum Beispiel ist der total unterirdisch schlecht und du kannst ihn eigentlich überall laufen lassen, nur an diesem Feld nicht, dann schließ doch mit dir Frieden und hör auf, dahin zu trainieren. Lass ihn doch da einfach an der Leine, ja? Was soll's? Ich meine, dem Hund tust du keinen Gefallen, wenn der da durchs Feld jagt und sich da noch 3 Grannen da irgendwie reinzieht und dann noch operiert werden muss, ja? Deshalb, das hatte ich mit Silver. Er hat 360 Euro mal eben futsch, weil so eine Granne im Ohr war, weil er da unbedingt durchs Kornfeld mal heizen musste. Aber das sind Sachen, die passieren, aber das kannst du auch damit sehr gut vorbeugen. Also nimm einfach mal auch Sachen so an und nimm mal einfach so Sachen so hin. So, der Rückruf, du hast jetzt eine Pfeife, ja, und du hast gute Leckerchen und das ist doch schon, ja, die halbe Miete. Du hast vorher dieses Geräusch konditioniert, also dein Hund weiß, Pfeife heißt Futter bei Frauchen oder Herrchen. Hm? Ja, okay. Naja, und dann gehst du raus. Am besten da, wo er immer spazieren geht, wo nichts los ist. Dann machst du ihn ab und schaust mal. Wichtig vorher, bevor du dann wirklich abknipst, ist, dass dein Hund an dir orientiert ist. Ich habe zum Beispiel beim Freilauf so eine Zeit gehabt, also Silver hatte so eine Phase, da war er jagdlich sehr ambitioniert. Und jeder Vogel war spannend und jeder immer die Nase im Wind und Fährte auf dem Boden. Und wenn dein Hund so ist, also du beobachtest vorher deinen Hund, wenn der in die Leine knallt, also bevor du jetzt wirklich anfängst, den Hund
in Freilauf lassen zu wollen. Du gehst vorher 5 Minuten mit ihm spazieren. An kurzer Leine, ganz langsam. Und dann beobachtest du deinen Hund. Wenn du so läufst, dann ist er noch nicht so weit. Wenn er die Nase unten hat, ja, nur unten hat, ja, und dich nicht anguckt, sondern wirklich starr irgendwas, da war vorher was. Auch wenn vielleicht ein Hund bereit gewesen wäre, aber der Ort ist gerade falsch, weil da gerade vielleicht ein Eichhörnchen Nüsse versteckt hat oder was auch immer, ja. Irgendwas ist da lang gehuscht. Und da schaut er jetzt mal und will es wissen. Macht den Hund nicht ab. Hat er die Nase im Wind? Stehen da hinten vielleicht 3, 4 Rehe? Vielleicht ein verletztes Reh? Ja? Was er wittert? Was er hört? Was jammert? Kann ja sein, kann alles sein. Macht den Hund nicht ab. Ist dein Hund aber an dir orientiert, schaut an dir hoch, sagt, hey, komm, gib mir einen Befehl, ich will, ich hab Bock jetzt was zu tun, ich hab Bock jetzt zu arbeiten. Beste Voraussetzung. Du machst den Hund ab, dann heißt es aber nicht, hey, super, wir haben jetzt Freilauf trainiert, tschüss, sondern du setzt, also nimmst ihn gleich ins Kommando, ja, du sagst, sitz, wartest kurz, Futter, prima, so. Dann machst du dein Auflösungskommando, meinetwegen okay, und gehst weiter. Bei mir hat sich das irgendwann so gedreht mit diesem Auflösungskommando, dass die das so interpretiert haben. Auflösung heißt los, sprinten. Ja, das war irgendwie so, sitz, warten, Futter, okay. Mach das nicht. Ja, also, wenn du sagst Auflösungskommando, also ich hab's ganz gerne, ich gehe dann weiter. Mein Auflösungskommando ist aus okay, ist weiter geworden. Also okay heißt jetzt wirklich, okay. Das hat sich so im Alltagsgebrauch so ein bisschen wieder, ja, es ist jetzt nicht wieder dieses Antreiben, es ist jetzt wirklich auch wieder, ja, man könnte es jetzt weiter auch benutzen, aber will ich gar nicht. Mein Auflösungskommando ist weiter, weil ich stehe in der Regel, wenn ich so ein Kommando, also so ein Bleibkommando setze, stehe ich in der Regel neben Hund. Also Sitz, Bleib. So, abwarten. Da kommt vielleicht ein anderer Hund, ein Fahrradfahrer oder irgendwie irgendwas oder gar nichts, weil wir es einfach üben, weil wir es immer wieder üben. Und dann weiter. Und ich gehe dann 2 Schritte. Bum, bum. Weit, der Hund bleibt sitzen. Bum, bum. Weiter. So, und dann kommt der Hund hinterher. Der schießt jetzt nicht voran, weil den Fehler machen auch viele. Stehen daneben, okay, schicken den Hund nach vorne. Damit hat der Hund wieder volle Verantwortung, wieder, er muss wieder alles klären, ist wieder total überfordert und das ist alles nicht so gut. Also mach das, du kannst okay sagen, ist ja kein Problem. Bloß, wenn du dieses Auflösekommando machst, dann nicht mit so einem Impuls so, boah, hast du cool gemacht, hast du richtig gut gemacht, jetzt kannst du, du hast es dir verdient, sondern so ganz gelangweilt, okay, weiter, mach dein Ding, ja, und das versteht der Hund schon, also da übertreib auch nicht so mit diesem Aufhebungskommando, so, jetzt ist dein Hund in der Auflösung und du gehst 3 Schritte und er ist im Freilauf. Hast du irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl? Achte auch immer auf dein Bauchgefühl, auch wenn du jetzt meinetwegen 4 Wochen darauf hingearbeitet hast, ja, und sagst, jetzt müsste es eigentlich. Hör immer auf dein Bauchgefühl. Wenn du denkst, jetzt ist irgendwie was komisch, mach dein Hund, dann lass es einfach sein. Du musst dir selber und du musst dem Hund nichts beweisen, ja. Immer irgendwie, aber wenn du hast gute Laune und du hast das Gefühl, hey, heute, wenn ich jetzt wann dann, mach ab. So, und dann musst du ja sehen, was dein Hund macht. Dann rennt er vielleicht 20 Meter vor und wenn er dich kurz anguckt, wenn er kurz zurückguckt, dann wird gepfiffen. Und dann kommt er. Das hast du ja alles vorher schon an der Schleppleine geübt. Ne? Du hattest ja deine 5 Meter Schleppleine, dann kannst du natürlich auf 10 Meter verlängern. Ja? Also das hast du vorher alles schon geübt. Also du gehst jetzt nicht los und machst den Hund ab, sondern du hast ja schon auf Schleppleine geübt. Meinetwegen bist du mit 10 Meter, rufst den Hund ab, bla. Dann musstest du auch gar nicht mehr ranziehen, weil der Hund ist ja auch von alleine gekommen. So, jetzt ist der Hund nicht mehr an der Schleppleine, du pfeifst, er kriegt Futter. Du kannst
so, dass der Hund auch wieder abhaut, weil wenn er so gut an dir orientiert ist, was du ja die ganze Zeit geübt hast, ja, die Orientierung an dir ist ja wichtig, dann werf ein Futterstück weg. Und er will ja dann eigentlich schon, weil er weiß, du hast ja dann das nächste Futterstück, er will ja dann sowieso automatisch zu dir kommen. Dann pfeifst du, er kommt zu dir, Futterstück rein. Futterstück weg, er darf das suchen, du pfeifst, Futterstück rein. Und das ist doch eine super Grundlage und auch ein super Spiel, dem Hund das so beizubringen. Und dann leg dich und den Radius fest. Wenn du jetzt willst, dass dein Hund im Endeffekt immer im Schleppleinenradius um dich rum bleibt, du kannst ihn erstens eigentlich gleich an der Schleppleine lassen und zweitens sei konsequent. Dann lass ihn auch da nicht raus. Wenn du willst, dass dein Hund nicht aufs Feld tritt, dann musst du wirklich von Anfang an dafür sorgen, dass er auf dem Weg bleibt. Dein Hund, meinetwegen, macht 3 Schritte auf den Acker. Du pfeifst, du belohnst. Wow, toll! Dein Hund geht 3 Schritte auf den Acker, du machst nichts, er kommt auf den Weg zurück. Wow, toll! Ja, also er guckt dich an, wow, toll! Also du belohnst im Endeffekt immer sein Verhalten, was dir zeigt, dass sich der Hund gerade an dir orientiert. Also die Orientierung beim Freilauf ist auch das A und O. Und glaub nicht, dass das so einfach ist und glaub nicht, dass das so schnell geht. So ein Rückruf muss permanent aufgebaut werden. Wir zum Beispiel trainieren jedes Mal, wenn ich meine 3 Jungs freilaufen lasse, dann trainieren wir automatisch am Rückruf. Also ich lasse die nie einfach so frei laufen. Es gibt immer irgendeine Sache zwischendurch. Sei es, dass ich mich interessant mache, dass ich so tue, als ob ich eine Maus gefunden habe und da, was weiß ich, ein Stück Futter reingesteckt habe. Oder, dass nur der Schnellste was zu essen bekommt. Ja, also ich pfeife und dann bekommt nur der Schnellste Käse. Die anderen bekommen Trockenfutter. Ja? Und dann, wenn du das eine Weile machst und auch so fabrizierst, dass die anderen das auch mitbekommen, ja, oh, der kriegt Käse, warum kriegt denn der jetzt Käse? Und das checken, der Schnellste kriegt Käse, naja, dann werden sie sich auch mal so ein bisschen überrennen, ja, dann kriegen natürlich alle Käse. Also du kannst damit wunderbar spielen, auch in einer Mehrhundehaltung. Wenn du natürlich nur einen Hund hast, kannst du auch wesentlich konsequenter sein. Also mit 3 Hunden, da geht mir immer mal was durch die Lappen. Ja, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich bin ja auch nicht das Maß aller Dinge. Ich mache viele Sachen nicht nach Lehrbuch. Das weiß ich, aber ich kenne auch die Konsequenzen. Ich weiß, warum meine Holzköpfe Holzköpfe sind. Ja? Ich habe sie ja dazu gemacht letztendlich. Warum? Weil ich selber ein Holzkopf bin. Es ist eine Reflexion. Dein Hund reflektiert dich und dein Verhalten. Du bist ein nervöser Hibbel. Ey, dein Hund wird nicht tiefenentspannt hinter dir laufen. Ja, wenn du nur hier auf Action und Krawall bist. Emotional und in dir drin. Das kann man aber auch nicht ändern. Ja? Viele Hundetrainer, das höre ich immer wieder, sagen dann halt, ja, dein Mindset. Und du musst ruhiger werden und alles hier so voll entspannt und so. Und das ist auch richtig, klar, kannst du ja machen. Wenn du das kannst, ich kann das nicht. Ich werde immer schneller sprechen als vielleicht andere Leute. Ich werde immer schneller mehr fuchteln und ich werde immer irgendwie, ja, wie so ein nervöses Frettchen hin und her springen. Das bin ich halt und so war ich schon immer so. Und ich habe da auch keine Lust, da irgendwie was an mir zu tun, weil ich tue ja damit auch niemandem weh, ja, letztendlich so. Aber ich muss auch verstehen, dass mein Hund sich auf eine Scheibe von mir abschneidet. Ich habe aber auch positive Eigenschaften, ja. Die kann er sich ja genau, fällt mir gerade nicht ein, aber habe ich bestimmt. Und da kann sich mein Hund dann genauso daran orientieren, ja. Ich bin immer für meinen Hund da und ich stehe immer für meinen Hund ein und ich kläre Situationen und ich bin bereit, nach vorne zu gehen, so. Und wenn du nervös, also wenn du selber so ein, vielleicht nicht so hibbelig, sondern eher in dir ruhst, ja, und eine ruhige Persönlichkeit bist und entspannt bist und eigentlich auch immer erst alles ein bisschen zu spät checkst, sag ich mal, ja, und dann da kommt ein fremder Hund und du denkst so, ja, der kommt halt, ja, und kannst halt die Anzeichen nicht lesen, dass das vielleicht gleich brenzlig wird und halt
nicht nach vorne gehst, dich vor den Hund stellst und den gleich körpersprachlich irgendwie in die Schranken weisen kannst oder dem Herrchen, dem Frauchen von dem Fremdhund eine Ansage machen kannst, dann musst du das einfach für dich akzeptieren. Das ist total okay, weil du so bist, wie du bist. Du wirst nie anders sein. Warum sollte man denn das versuchen? Der Hund, der lacht sich halb schlapp über dich. Wenn du nach vorne gehst, der Fremdhund, der fängt das Kichern an, weil du da irgendwie zitternderweise sagst, geh weg. So, okay, der würde vielleicht vor Lachen oder vielleicht zusammenbrechen. Ja? Das ist doch nicht ehrlich. Und versuch, dich nicht zu verstellen und für nichts und niemanden. Du bist du und dein Hund ist dein Hund. Und bitte akzeptiere auch dein Hund teil, so wie er ist. Ja? Nicht alles. Und dein Hund ist kein Anarchist und darf alles bei dir in der Wohnung kaputt machen und so. Der braucht Grenzen und Regeln. Ganz, ganz klar Grenzen und Regeln. Ja? Aber er wird immer seine Sachen versuchen durchsetzen zu wollen. Entweder mit ein bisschen mehr Euphorie oder ein bisschen weniger Euphorie. Das haben wir doch bei Menschen auch. Die einen, die sagen, ich will hier Chef sein und ich will den Laden hier schmeißen und ich scheiße jeden Mitarbeiter an und schmeiße ihn raus, wenn es mir nicht passt. Und dann gibt es halt den Mitarbeiter, der sagt, oh, hoffentlich werde ich nicht rausgeschmissen. Ich mache ja alles, was du sagst. So ist, und jeder ist aber glücklich in seiner Rolle. Also versuch das so ein bisschen für dich anzunehmen. Es ist nicht schlimm. Und wenn ein Hund dir nicht am Knie klebt, ist das nicht schlimm. Und wenn er im Freilauf einfach mal deine Leckerlis nicht mag und deshalb vielleicht doch mal nach rechts ausschert und irgendwie, na, was weiß ich hier, so ein Rebhuhn oder Fasan oder was weiß ich, irgendwie hinterherlaufen will oder da sitzt eine Taube oder da ist mal ein Hase hochgesprungen. Ja, da kannst du mit deinem Käse wählen, wie du willst. Der Hund ist weg. Du musst nur wissen, wie du in so einer Situation umzugehen hast. Sprich, du darfst den Hund nicht anschnauzen, wenn er wiederkommt. Ja? Oder schlagen oder irgendwie maßregeln. Es ist doch Quatsch. Der Hund kommt doch zu dir zurück. Lob ihn. Auch wenn du sauer bist. Ich hatte das auch schon. Ja? Also du bist dann, du denkst, ey, es läuft. Und dann wirst du so, gerade Rocky ist so mein Spezialist. Ja? Der ist so in seiner Fantasiewelt, ja? In seiner Hunde, der. Das ist aber eben die Intelligenz des Australian Shepherds, ja? Der wägt für sich ab, ist es jetzt sinnvoll, dem Befehl zu folgen? Meint die das sowieso ernst? Was kann hier passieren? Also, der kennt mich ganz genau, ja? Und dann rufe ich ihn ab, die anderen hören, sehen natürlich, dass er nicht hört, was mich denn fuchst, ja? Macht denn da nur so sein Ding, geht noch 20 Meter weiter, geht erstmal schön sein Geschäft verrichten sozusagen und kommt dann so etepetete wieder so nach dem Motto mit einer Kippe im Maul und einer Zeitung und da war hey, was willst du denn, ich will mal kacken. Und dann soll man freundlich sein und dann soll man noch freundlich sein? Ja, dann sollst du noch freundlich sein. Das sind so Sachen, die musst du einfach wissen und das ist halt unser. Wir sind halt Affen, ja, und das sind halt Wölfe. Und wenn wir zusammen leben wollen, dann gibt's halt, ja, das haben wir jetzt schon bei Männern und Frauen. Das passt eigentlich schon überhaupt nicht zusammen. Unsere Gehirne sind schon total grundverschieden. Dass das überhaupt funktioniert, das ist phänomenal. So, und auch mit einem Hund, das ist nicht mal die gleiche Spezies. Das ist doch total krass, dass wir uns überhaupt so ein Stück weit verstehen. Wir leben zusammen, wir beschützen uns gegenseitig. Warum denn? Also das ist wirklich toll, ja, und versuch das auch ein Stück weit als Geschenk zu sehen. Also du hast eine andere Spezies an deiner Seite, die versucht, dich zu verstehen und die dich versteht. Und teilweise die dich besser versteht, als du den Hund, als wir, als so intelligente Wesen, als Krönung der Schöpfung, ja. Also, mach dir mal darüber so ein bisschen Gedanken. Das ist schon ganz, ganz spannend. Also, worauf ich hinaus wollte, ist der Rückruf. Wenn der mal nicht sitzt, flipp nicht aus, sei nicht böse. Es heißt auch nicht Training von Anfang an. Denn ist es halt so, ja. Jetzt quatsche ich schon hier über eine halbe Stunde. Ich verschiebe einfach mal den super Rückruf, was ich so vorhatte, noch zu erzählen, aufs nächste Video, weil ich glaube, es ist unzumutbar. Vielleicht nimmst du ein paar Sachen mit. Du musst es immer so ein bisschen sehen, das, was ich sage, immer so ein bisschen, als ob du im Supermarkt wärst. Was dir gefällt, nimm vom Regal. Und was dir nicht gefällt, lass einfach stehen. Ja? Geh einfach dran. Du musst nicht alles für bare Münze nehmen. Ja? Was dir nicht passt, überhöre, lass einfach stehen. Und wenn du irgendwas mitnehmen kannst, umso besser. Ja?
Okay, also, nochmal schnell, Rückruf, besorg dir eine Pfeife, am besten eine genormte Pfeife, fang in der Wohnung an, ohne Reize, geh dann in deinen Garten, geh dann auf eine Wiese, am Anfang immer mit Leine üben, draußen mit Schleppleine üben, ja, dass du immer Zugriff hast. Du kannst dann die Schleppleine fallen lassen, lässt du dann am Hund dran, dass du immer auch irgendwie den Hund greifen kannst. Später, wenn das alles sitzt, mach den Hund ab, mach deine ersten Versuche, nimm eine Gegend, wo er schon oft war, wo der Hund sich auskennt, wo du dich auskennst, mach einen GPS-Sender ans Halsband, falls er wirklich mal abzwitschert. Ich habe das auch nur zur Sicherheit noch nie gebraucht, aber es ist wirklich auch fürs eigene Gefühl von Vorteil, wenn du weißt, okay, auch wenn er jetzt irgendwo abzwitschert, ja, ich kann verfolgen, wo er ist und kann ihn schnell wieder einsammeln. Falls der Hund mal abhaut, bleib da, wo du bist. Ja, bleib einfach da stehen, wo du bist. Schrei dir nicht die Seele aus dem Hals. Er weiß, wo du bist, ja, und er kommt auch wieder. Ich weiß, es ist schwer und die Zeiten, die Sekunden werden zu Stunden und das ist eine höllische Angst, die man hat. Atme ruhig. Dein Hund ist auch nicht blöd. Ja, der wird auch jetzt nicht, ja. Also vertraue deinem Hund. Vertraue ein Stück weit der Intelligenz deines Hundes. Und falls dein Hund wirklich nicht mehr wiederkommt, nach 10 Minuten, leg deine, und du hast keinen GPS-Sender, ja, dann ja, bleib hocken, solange wie du hocken kannst. Und wenn du wirklich jetzt nach Hause musst, warum auch immer, oder du willst das Auto holen, um ihn zu suchen, oder, leg deine Jacke auf den Fleck, wo du weg bist, dass da dein Geruch ist. Weil es wird so sein, dass wenn der Hund wiederkommt, ja, deine Jacke sieht und sich in der Gegend und in der Nähe deiner Jacke aufhalten wird. Sprich, wenn du denn da wieder hinfährst, dass dein Hund in der Nähe ist. Er wird wahrscheinlich nicht auf deiner Jacke sitzen, aber im besten Fall schon. Ja? Er wird da sein, wo deine Jacke ist. Das als kleiner Tipp. Ja? Und ich drücke dir die Daumen, dass das alles so funktioniert. Wie gesagt, mach kein Glücksspiel auf dem Rückruf. Das muss man gut trainieren, das muss man gut konditionieren und dann wird das schon. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Der super Rückruf. Bis dann. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.